Herzlich willkommen auf der Produktronica. Global, ahead, sustainable. So sehen uns unsere Kunden. Global, wir sind auf der ganzen Welt zu Hause. Mit eigenen Niederlassungen und mit einem Vertreternetzwerk. Ahead, als Erfinder des elektrischen Lötkolbens sind wir führend in der Verbindungstechnik, im Löten, im Rework, in der Automatisation und alles, was da dazugehört. Sustainable, wir sind eingebettet in ein Familienunternehmen, das 240 Jahre alt ist. Die Welt verändert sich und wir nehmen sie mit. 5G-Technologie, die Basis der Digitalisierung. Wir liefern bereits heute Maschinen für die Antennenfertigung bis zu 3 Meter Länge. Wir löten ihre Leiterplatten im Reflow-Lötverfahren bis 1,2 Meter Länge. Und wir haben Wellenlötanlagen bis 850 mm Bordlänge. Wir sind präpariert für Ihre Anforderungen. Elektromobilität. Elektromobilität ist mehr als elektrisches Autofahren. Elektromobilität sind Handgeräte, sind Bohrmaschinen, sind Gartengeräte. Dazu liefern wir Ihnen die richtige Produktionstechnologie, die richtigen Maschinen, um effektiv diese Technologie zu fertigen. Industrie 4.0, ein Gesamtpaket an Service, an Informationen, an Anbindung Ihrer Maschinen an Ihr Netzwerk, damit Sie ständig immer wissen, wie die Maschinen performen, wie Ihre Produktion performt. Automatisierung. Automatisierung ist mehr als das Verbinden von Maschinen. Automatisierung bedeutet Robotertechnik, bedeutet intelligente Transportsysteme, bedeutet Unterstützung des Mitarbeiters bei wiederkehrenden Arbeiten in Verbindung mit der Qualitätssicherung. Wir liefern Ihnen hier Gesamtsysteme von 1 bis 10 Roboter in einer Linie verbunden. Autonomes Fahren, mehr Sensoren, mehr Digitalisierung im Auto. Auch dafür haben wir die Produktionslösungen. Die Welt verändert sich. Wir sind bereit. Your Production, driven by Kurz-ERSA. Hier sehen Sie die ERSA EXOS 1026, das innovative Vakuum-Reflow-Lötsystem von ERSA. Mithilfe zahlreicher Innovationen und Detaillösungen reduzieren Sie die Voidrate bis zu 99%. Darüber hinaus bieten Ihnen zahlreiche Features, technologische und wirtschaftliche Vorteile, von denen Sie langfristig profitieren. Näheres dazu erklärt Ihnen gerne mein Kollege. Die ERSA EXOS 1026 bietet eine perfekte Synchronisierung der Leiterplatten. Wir haben definierte Übergänge, definierte Lücken zwischen den einzelnen Leiterplatten, können das Risiko der Produktion so minimieren. Auch die Einflüsse der Peripherie können wir so dementsprechend ausfedern. Im Bereich der Vakuumkammer setzen wir gezielt auf einen Rollentransport. Der Rollentransport ist schmiermittelfrei und wartungsfreundlich. Um den Vakuumprozess zu realisieren, wird der Kammerdeckel auf den Kammerboden gesenkt und wieder abgehoben. Um die Zugänglichkeit innerhalb der Vakuumkammer und des Prozessraumes zu gewährleisten, haben wir den Hubmechanismus dazu an die Oberseite der Maschine verlegt. Um maximale Flexibilität bei der Profilerstellung zu gewährleisten, ist im Kammerdeckel ein mittelwelliger Heizstrahler verbaut. So haben wir auch hier die Möglichkeit, auf alle Eventualitäten zu reagieren. Durch eine clevere Konstruktion ist es ohne weiteres möglich, den Transport in der Vakuumkammer zu entnehmen. Durch ein neues innovatives Reinigungssystem mit dem Namen Smart Element können wir die Verschmutzung im Bereich der Vakuumkammer deutlich reduzieren. Wir von ERSA zeigen auf der diesjährigen Produktronica unser gesamtes Rework-Spektrum. Wir haben insbesondere dieses Mal 3 neue Systeme dabei. Eines davon ist das HF500. Dieses System bietet den Leistungsumfang von allen Rework-Systemen, die wir bei ERSA haben. Das heißt, das komplette Platzieren von Bauteilen und das Einlöten und Auslöten der Bauteile. Und wie es funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Bei der Installation eines BGA wird das Bauteil zunächst bereitgestellt. Im nächsten Schritt wird das Bauteil vom System geholt. Wenn das Bauteil von der Vakuumpipette aufgenommen wurde, gilt es als nächstes die Zielposition anzufahren, an der das Bauteil später installiert werden soll. Im nächsten Schritt wird über eine optische Vision Box ein Bild erzeugt vom Bauteil und von den Landeflächen.
Die optische Überlagerung nimmt der Operator anhand von einer Mikrometereinstellung in X- und Y-Richtung vor. Und die Bauteilrotation kann ebenfalls am System eingestellt werden. Wenn die Überlagerung optimal ist, wird das Bauteil vom System vollautomatisch abgesetzt. Anschließend erfolgt dann das Einlöten des Bauteils. Dafür sind vorher Prozessparameter definiert worden und im geschlossenen Regelkreis wird dann das Bauteil von oben und von unten erhitzt und damit definiert eingelötet.